Wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt in der vorletzten Mission, glaube ich, schon angelangt. Und das ist das Missionsziel. Landcom 16 HQ an Gefechtskommandanten A9. Glückwunsch! Das eroberte Tech-Zentrum bietet Zugang zu einer unterirdischen Waffenfabrik. Bringen Sie Sprengladungen an, allen Generatoren an. Das kennen wir schon. So eine ähnliche Mission gab es schon mal, die war übelst hart. Und die hier wird bestimmt nochmal schwerer. Die Detonationen sollten die oberirdischen Einrichtungen mit zerstören. Ihre Truppen haben nur 35 Minuten Zeit, bevor der Abwehrsäurenebel eingesetzt wird. Ende der Übertragung. Hatte ich nicht gerade 45 Minuten auf dem Timer? Ich spiele doch sogar noch auf schwer. Eigentlich sollte ich weniger haben. Aber vielleicht ist das schon umgerechnet, denn der Timer, der runterläuft, das sind ja keine richtigen Sekunden. Bedienen Sie die Computer und Invasoren alle. Bedienen Sie die Computer? Ach so, mit Invasoren. Alle Generatorcomputer umprogrammieren. Jetzt habe ich sogar zwei Teams. Ich habe Angst. Das ist nicht sehr groß. Ja gut, ich glaube, mit denen soll ich nicht sofort. Ich mag diese Mission gar nicht, muss ich ja zugeben. Und kann nichts nachbauen. Ein kleiner Fehler und alles ist vorbei. Was ist das denn für ein Ding gewesen? Alles kein Problem. Naja, vielleicht ein kleines doch. Weil die Zeit läuft. Ist das jetzt A14? Nein, das ist A13. A14 ist dann die letzte Mission. Gut. Wo ist mein Sunny? Der sollte nicht in der ersten Reihe stehen. Ganz und gar nicht. Den kannst du noch heilen. Die wollen unbedingt auf die Ingenieure. Ohne die kann ich nicht gewinnen. Das ist klar. Wie sie halt alle was abbekommen haben, direkt zu Beginn. Und dann gehst du wieder zurück. Wahrscheinlich muss ich immer ein Stück mal unten weiter und dann weiter oben. Hier sind schöne Benzinfässer. Ich weiß nur noch nicht, wie ich an dem Flammenturm da oben vorbeikommen soll. Irgendwo kann ich bestimmt den Strom abknipsen. War doch klar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mir lassen kann. Ich mache gleich neue Speicherstände, damit ich zumindest den Anfang schon mal nie wieder machen muss. Du könntest ja mal schießen, wie ich es dir aufgetragen habe. Oh nee, wenn ich jetzt lade, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Ich starte mal neu. Ich will es nochmal austesten. Man muss ja das irgendwie mal hinkriegen. Das kann ja nicht sein, dass ich nicht laden kann, ohne dass es abstürzt. Mal gucken, ob es abstürzt. Da habe ich ja nicht viel verpasst. Einfach weg damit. Schießen sollst du dieses Mal. Beim letzten Mal wollte er irgendwie nicht schießen auf Anhieb. Oh. Ey, nee. Braucht ihn. Aber es hat nicht geklappt. Es ist nicht abgestürzt. Und jetzt? Stürzt es jetzt ab? Vielleicht hat sich das jetzt endlich mal gefixt gegen Ende. Das wäre doch toll. Machen wir das so. Jetzt sollte er genug geheilt sein. Jetzt schießt einfach drauf. Was ist denn los mit meinen Einheiten? Die wollen nicht. Das kotzt gerade ein bisschen an. Also das hier kriegt er doch auch hin. Jetzt speichern wir eben hier nochmal. Wir müssen uns echt hier Stück für Stück voranarbeiten. Deswegen ist es gerade gut, dass es nicht einfach wieder abstürzt sofort nach dem Laden. Wow, er hat geschossen. Und der hat sogar alle gekillt. Ich bin bockstolz. Bockstolz. Ah, die Zeit, die rennt. Wie lang ist das denn hier? Was? Wie groß ist diese Karte? Es geht nur nach rechts oder wie hauptsächlich? Okay. Ich habe nicht aufgepasst, aber ich wollte halt die Karte kennenlernen. Eine sehr unliebsame Mission. Jetzt muss der das nochmal machen. Schieß aber einfach mal drauf, bitte. Danke. Gut, da kommen gleich welche. Vielleicht erwarte ich die erstmal hier hinten. Da kommen sie. Soll ich sie erwarten? Kann der da irgendwie noch dazukommen? Ach, die laufen da nur Patrouille. Wenn ich schnell genug bin. Naja, diese Runde wohl nicht. Hätte ich die Benzinfässer so abschießen können, dass die mit in den Tod gerissen werden.
Ich lasse mir viel zu viel Zeit, ich ahne es schon, aber wenn es schon so eine dumme Mission ist, dann gehe ich die gerne auch sorgfältig an. Kommt mal mit. Moment mal, ich glaube, ich kann schon hier was machen, oder? Gut zu wissen, das habe ich nicht gecheckt, aber jetzt hinter Panzer. Ich sehe meine Maus übrigens nicht mehr. Das ist ganz toll. Jetzt verliere ich Einheiten. Ich sehe meine Maus nicht mehr. Ja, super. Das hatten wir schon mal vor langer Zeit. Eine Sekunde. Okay, ich musste nicht mal das Spiel neu starten, nur den Einsatz neu laden. Das ist witzig, dass das Gegner sich das jetzt endlich rausfinde. Tesla-Spule deaktiviert. Wo ist denn hier eine Tesla-Spule? Das war ein Flammenturm. Tesla-Spule wäre ja kein Problem gewesen. Und wie soll ich gegen die Panzer ankommen? Ne? Das ist ja auch noch so ein Problem. Kann ich die vielleicht mal weiter hinterhin schicken? Die könnte ich mal irgendwie zwei nennen. Schießt die alle tot? Gehen die auf meinen Sunny? Ich hoffe nicht. Ich hätte gerne zwei Sunnys auf einem Punkt, damit die sich gegenseitig heilen können. Da gab es eine tolle Mission in Command Conquer 3, Tiberian Sun. Aber 40 Minuten nur noch. Aber diese Missionen sind immer so ein bisschen komisch und ein bisschen schwer. Ich habe selber gemerkt. Ich lasse mir viel zu viel Zeit, ich weiß. Wieso hat das denn jetzt überlebt? Was ist das überhaupt für ein Teil? Gegnerisches Fahrzeug. Ist doch irgendwie für eine Radarscheiße, die gar nichts bringt. Moment, ich wollte mal langsam neue Stände benutzen. Vielleicht muss ich ja später nochmal ziemlich früh wieder neu anfangen. Der kann sich wenigstens nicht wehren. Er kann mich aber umfahren, theoretisch. Warum hat er sich hingeworfen, der Arzt? Merkwürdig. Soll ich nach unten, nach rechts? Vorschläge? Also hier oben komme ich nicht weiter. Oh, Vorsicht. So, Mechanobot von wegen. Wenn man immer wieder heilen muss, ist das natürlich eine sehr nervige Angelegenheit. Ich baue lieber Einheiten neu. Das war ein bisschen verschwenderisch. Aber dann ist das nicht so ein kleinkarierte Gacke hier. Vielleicht sollte. War das ein Wink darauf, dass ich unten lang gehen soll? Ich wollte erst nach rechts. Aha, da kann ich noch einen Ingenieur hinschicken, oder? Oder was haben wir hier? Okay. Wie sie mich erstmal total abknallen. Immerhin habe ich es überlebt, dann ist alles kein Problem. Wenn jetzt noch der Feind Sunnys hätte, wäre das ein unfaires Spiel. Denn der hat viel mehr Einheiten als ich. Hoffentlich ist das jetzt nicht so zeitlich knapp wie in der letzten Mission. Aber das habe ich mir ja selbst so knapp gemacht, weil ich die Mission nicht kannte und deswegen ein bisschen rumgeirrt bin. Erinnere ich mich nicht gerne dran. Nur an das Ende. Das habe ich dann eigentlich ganz nett hinbekommen. Ganz knapp zwar, aber der könnte eigentlich vorwärts gehen. Und selbst wenn ein Hund jetzt da steht, dann bin ich ihn wenigstens los. Dann weiß ich schon mal, ob ich hier hin muss. Sonst kann ich mit dem eh nichts anfangen, wenn sowieso überall Hunde stehen. Da ist ein Wissenschaftler. Zivilist. Muss ich hier hin? Wenn ein Kraftwerk da wäre, könnte er das irgendwie deaktivieren für eine gewisse Zeit. Ach so, hier doch, ja, hier muss ich hin. Dann machen wir das. Und damit deaktiviere ich bestimmt da oben irgendwie noch was. Vielleicht sind die Panzer auch unbenannt. Unbenannt. Also ohne Fahrer. Gucken, die zwei, maximal drei werdet ihr doch jetzt hinkriegen, oder? Weg hier! Nein! Boah, er geht weg. Ha,
Alles gut, alles gut. Oh, wir werden sehen, ob ich mir diese Zeit wirklich nehmen kann. Aber es wäre ja schön, wenn es dafür dann auch klappt und ich das nur einmal machen muss. Besser als immer schnell, schnell zu versuchen und dann die Mission doch wiederholen zu müssen. Endlich arbeitet er mal ein bisschen von sich aus. Kennt man ja heute kaum noch. Denke. Und dann dasselbe Spielchen nochmal. Es sind ja nur noch zwei Einheiten. Die sollten jetzt echt kein Problem sein. Dann brauche ich noch Ingenieur. Da rechts. Wer denn? Oh, der schießt mit Granaten. Kacke. Der Hund hat mich verwirrt. Der hat jetzt alles verkackt. Verbockt. Und ich wusste nicht, dass der Granaten hat hier. Handgranaten. Kümmern wir uns doch erstmal um den Hund. Boah, da war knapp schon wieder. Gut, die Handgranaten sind nicht nett. Hoffentlich überleben wir das ohne Verluste. Wenn ich den Ingenieur hier hingeschickt habe, können wir uns auch nochmal einen neuen Speicherstand erstellen. Killt ihn. Die müssen wohl auch sterben. Kriege ich nicht irgendwie mal Verstärkung oder mehr Zeit dazu zum Dank? Offenbar nicht. Das hier hat gar keine Bezeichnung. Wo musst du denn hin? Klappt das? Ich hatte schon Angst. Sprengladung? Am Generator. Ach so, das ist das Normale, was man machen muss. Aber es hat irgendwie keine direkten Auswirkungen erstmal gehabt. Ich würde sagen, ich probiere jetzt mal da oben, ob die Panzer auf mich reagieren. Vielleicht kann ich sie ja einnehmen. Das wäre so toll, wenn ich russische Panzer hier bekommen würde. Nein, die wollen schießen. Mal gucken, ob die Panzer schießen. Ich wusste es doch, die schießen nicht. Das sind so leere wie bei der letzten Mission, die so aussah. Naja, ich will sie eigentlich nicht kaputt machen, aber die schießen halt von selber. Vielleicht bewirkt das ja irgendwas, wenn ich hier alles kaputt mache. Ihr geht da mal gern's weg. Ihr seid dann drei. Müssen wir uns leider um die mal kümmern. Die schießen nämlich mit Sicherheit. Nicht auf den leeren Panzer schießen. Kümmert euch mal lieber um was Wichtiges. Nicht ins Feuer stellen, du Depp. Hat er wieder Schaden genommen. Du darfst ja ruhig die Leute heilen, die hier noch so ein bisschen Schaden haben. Nur wenn du Bock hast, wenn du noch genug Balsam dabei hast. Was haben wir immer bekommen? Immer dieses Zeug. Dieses Schmierzeug, ich habe schon wieder vergessen, aber das kann man ja für alles nehmen. Ich war nicht oft krank oder dergleichen, deswegen kenne ich das natürlich nicht so genau. 13-4. Man ist ja nicht zu wehleidig. So. Mal sehen, ob irgendwas passiert, sonst war das natürlich wieder Zeitverschwendung. Deswegen habe ich auch einen neuen Speicherstand jetzt. Dann ist das nicht so tragisch. Dann habe ich nur eure und meine Zeit vergeudet. Dafür haben wir gesehen, wie hier ein paar Panzer zerstört werden, die sich nicht wehren. Geil. Geil, geil, geil. In Ordnung. Das hat sich gelohnt. Ja, Sir. Setze mich. Wieso nehmen die eigentlich Schaden? Bestätigt. Merkwürdig, merkwürdig. Allein das Heilen dauert halt so lange. Wenn das nicht wäre, hätte man locker 10 Minuten mehr. Das ist eine Menge bei der ohnehin sehr begrenzten Zeit. Machen wir noch einen Stand. Bis 13.2 kann ich locker zurückgehen, wenn ich neu laden muss. Ich will mal sehen, ob der überhaupt schießt. Nur so zum Testen. Da muss ich laden, dann bricht es bestimmt wieder ab. Der schießt. Keine Chance. Gut, gegen Infanterie ist er tödlich. Bricht's ab? Wenn, dann bitte schnell. Nicht, dass es dann wieder passiert, wenn ich schon einen Fortschritt erzielt habe.
Was soll ich mit dem doofen Spion? Ich kann ein bisschen vorlaufen mit dem. Hier gibt es ja auch wieder zwei Wege. Irgendwann kommt ein Hund. Aber ich weiß eh nichts mit dem anzufangen hier. Wir müssen doch sowieso überall hin, oder? Hier unten ist nichts. Oh, naja. Da werden die nur geheilt. Hein? Das ist dann was für die Sunnies. Denn die anderen können ja alle von den Sunnies... Ah, das verbindet sich wieder. Geheilt werden. Ja, das ist jetzt wieder so Aufklärungsarbeit. Wenn ich die Mission nicht schaffe, da muss ich glaube ich auch noch hin. Falls ich die Mission nicht schaffe, weiß ich ja schon mal, wo ich dann hingehen muss. Dann geht das alles doppelt so schnell. Moment, wieso ist der eigentlich noch? Kannst du nicht dich um die Leute auch mal kümmern? Wenn du Bock hast. Darfst du gerne. Bevor wir uns hier weiter umsehen. Entweder ist das Teil Geld oder vielleicht so eine... Also gab es hier schon Ränge, wo man dann aufsteigt, befördert wird? Oder irgendwie bessere Rüstung bekommt? Ich glaube nicht, dass es das hier schon gab. Also es ist wohl einfach nur Heilung. Und die ist echt nur für den Sunny relevant. Aus offensichtlichen Gründen. Keine Granate bitte, danke. Gut, du gehst hier hin. Der ist sowieso so gut. Der ist mindestens 99%ig sowieso gesund. Das ist Heilung meines Wissens. Man hat es ja auch gehört, dieses Geräusch. Also total für die Katze irgendwie. Setz dich mal in Marsch. Das ist dann auch kein Problem. Also die Aufgaben, die sich bisher mir gestellt haben, sind nicht sehr schwer. Aber je nachdem, wie viel noch kommt, könnte das ein Problem werden mit der Zeit. Aha, so ist das gedacht. Soll ich jetzt erstmal warten? 13,6, also 2 ist sicher und 6. Naja, was heißt sicher? Die Zeit ist jetzt runtergerattert. Aber dann ist halt der nächste Abschnitt quasi eingeleitet. Gucken wir mal mit dem Spion. Also ich nehme an, jetzt muss ich erstmal oben was machen. Vielleicht verbindet sich das ja auch noch. Dann kann ich meine Truppen zusammenführen. Mit geeinten Kräften. Dafür ist das gedacht. Wieso habe ich den nicht geheilt? Dass man hier alles sich angucken kann schon mal. Eigentlich total sinnlos, weil man sowieso da lang muss. Hier muss ich wieder hin und einen Ingenieur hinschicken. Sieht jedenfalls so aus. Erinnert mich so ein bisschen an Renegade. Auch wenn das an... Oh, das ist ein Flammenturm, oder? Ja, der kann mich, glaube ich, sehen. Da sollte ich aufpassen. Da muss ich wahrscheinlich erst oben hier weiter latschen. Oder hier unten. Keine Hunde, das ist schön. Ich glaube, die Zeit wird nicht reichen. Oh, meine Maus ist schon wieder weg. Moment. Dann mache ich einen neuen Stand, aber. Und lass einfach die Aufnahme weiterlaufen, denn beim letzten Mal... Ja, da ist meine Maus wieder. Ich weiß nicht, ob man die in der Aufnahme dann noch sieht. Ich habe sie jedenfalls gerade nicht gesehen. Gut, da kommt man nicht weiter. Ich will hier unten erstmal weitergehen. Warum auch nicht? Schön mal heilen, bitte. Da war noch einer, ich wusste es. Ich rieche das Blut 10 Meter gegen den Wind. Zack. Bin ja schon 20 Minuten knapp dran. Mal sehen, wie lange das wird. Die nehmen immer so viel Schaden. Deswegen nach jeder Konfrontation erstmal heilen. Man kann auf keinen hier verzichten. Hätte ich das bei der anderen Mission auch so gemacht, dann wäre das, glaube ich, alles viel leichter geworden am Ende. Und was ich rausgefunden habe, in der anderen Mission hätte man Tanya bekommen, oder ich habe sie bekommen und habe es nicht gemerkt bei den Panzern unten. Das ist doof. Dann wäre das nämlich sau einfach gewesen, die Mission.
Das ist, naja, immerhin habe ich meinen Skill schon mal beweisen können. Dann wird das hier vielleicht echt ein Klacks im Vergleich. Hauptsache, ihr habt keine Handgranaten, dann ist alles kein Problem. Nur noch den da unten, den kriegen die schon hin. Umzingelt ihn und schießt ihn tot. Da noch ein. Ich weiß gar nicht, ob ich die da oben überhaupt brauche. Bis jetzt kam ich immer weiter. Hier unten. Was? Sprengladung? Okay, das ist das Normale. Ah, jetzt muss ich dann doch oben weitermachen. Also gut. Neun Stand. Nur noch 15 Minuten. Ich glaube, ich bin echt zu langsam. Aber ich bin halt vor allem deswegen so langsam, weil ich hier immer heilen muss. Den Scheiß. Der eine will wieder nicht mitkommen, aber der Sunny geht mit auf Angriff. Schon witzig. Wenn ich mich beeilen muss, dann muss ich halt auch mal zwei Konfrontationen abwarten, bevor ich heile. Auch auf die Gefahr hin, eine Einheit zu verlieren. Also gut. Weiter im Text. Die Karte ist so lang, das könnte echt schlimm werden. Also die Ingenieure sollten lieber weiter nach hinten, wäre so mein Vorschlag. Was waren die denn? Drei? Ja. Vorsicht. Gut. Der arbeitet selbstständig. Ich bin begeistert. Wie sie alle halt Schaden nehmen. Was für eine Streuung haben diese russischen Sturmgewehre. Aber zum Glück haben die Splitterschutzwesten an. Gut. Weiter. Okay. Ja, das ist schon fast spiegelgleich. Hat sich wieder gelohnt. Zu unten. Nach oben wahrscheinlich. Da erstmal ein Ingenieur. Ja, sieht so aus. Das sieht schon wieder mal ein bisschen neuer aus, oder? Nee, das ist... Oh, Vorsicht. Sieht fast so aus, als wäre es sowas hier. Genauso, nur nach oben halt. Jetzt bräuchte ich Heilung für den Sunny. Toll. Bin echt gespannt, ob die irgendwann zusammengeführt werden. Die beiden Trupps. Die Zeit läuft ab. Das schaffe ich nicht mehr. Habe ich so das Gefühl, ich bin halt echt zu langsam. Ich könnte auch die Spielgeschwindigkeit runterdrehen. Dann kann ich effizienter arbeiten. Ein Ingenieur, bitte. Da muss halt immer wieder alle noch heilen. Das ist nervig. Na, irgendwo muss er doch bestimmt hin. Endlich ist er fertig. Hier nach rechts wahrscheinlich. Dahin. Wie viel von diesen Teilen gibt es denn noch? Wie viel Sprengladung braucht man für dieses Gebäude? Was ist das für eigentlich für ein Gebäude? Ich hab's vergessen, in der letzten Mission hat man es gesehen. Ich glaube, vor 2 Wochen oder so fast habe ich zum letzten Mal aufgenommen. Das ist dann das Problem. Auf jeden Fall wird es eng. Von der Zeit her. Mal gucken, ob ich bei 0 dann direkt verloren habe. Was ist passiert? Hier unten ist der Flammturm jedenfalls nicht weg. Aber jetzt gleich. Hier, glaube ich. Oh, was? Jetzt habe ich sogar eine Einheit verloren, aber gut, jetzt müssen wir das einfach mal hinnehmen. Merken wir, 10 ist ganz ungut. Es sind auch nur noch 10 Minuten, eigentlich sogar noch 9 und eigentlich sogar noch weniger. Hauptsache der Sunny überlebt. Tesla-Spule von wegen. Passt auf meinen Sunny auf. Alter! Weg mit dir!
Alter Schwede. Komm, bitte verbindet euch. Dann habe ich zwei Sanis, die können sich auch gegenseitig heilen. Ich habe schon einen Typ verloren. Ganz uncool. Da bin ich schon so langsam unterwegs. Gut, was kommt denn jetzt? Viel zu viele Sachen zum Aktivieren. Okay, allzu lang ist es nicht mehr. Ich glaube, ich habe gerade einen Hund geschrottet. Hier ist nichts. Ich habe keinen verloren, oder? Ich glaube nicht. Immer die Gefahr, dass ein Hund plötzlich auftaucht und dann im Laufen schießen die einfach, ne? Die schießen nur, wenn sie stehen. Ist das ein Flammenturm? Haha, boah, das ist ein Mammut. Auf jeden Fall müssen wir laden. Können hier einfach durchlaufen. Obwohl, da kam jetzt was. Oder war das der? Der war das Problem. The big problem. Ein Shortcut. Ein Königreich für einen Speicher-Shortcut. Und laden. Jetzt lasse ich die einfach mal hier stehen und lasse die auf mich zukommen vielleicht. Was ist denn das? Okay, hier muss ich wohl hin. Wieso sehe ich das jetzt? Ist doch cool. Erstmal wieder ganz viel heilen. Bullshit hier. Vielleicht mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Es wird nämlich echt knapp. Mir jetzt erstmal egal, wenn da noch irgendwelche nicht voll geheilt sind. Da komme ich nicht weiter, oder? Wegen den Flammentürmen. Die Ingenieure natürlich in der ersten Reihe, wo sie hingehören. Ich will nur mal gucken. Aha, da komme ich runter. Dann kann ich die doch zusammenführen. Cool. Wenn nur noch ein Ingenieur dahin muss. Ach, einen Ingenieur habe ich verloren. Offenbar. Mal gucken, ob der durchkommt. Nein. Aber das könnte er, glaube ich. Hm. Ja gut, das wollte ich nicht speichern. Ich weiß doch schon, warum. So. Aber kein Kraftwerk hier. Wenn das ich nur noch einen Ingenieur dahin schicken muss, dann schaffe ich das noch. Dann wäre das ja erschreckend einfach gewesen. Im Endeffekt. Bestätigt. Sehr gern. In Ordnung. Erstmal kümmern wir uns um das, was jetzt erstmal auf mich zugerollt kommt. Bestätigt. Das arme Hündchen. Bestätigt. Ja, geil. Wieso gehen die denn jetzt nach oben? Gut, ich speichere nochmal kurz unter einem neuen Stand. Vielleicht kann ich das ja so schaffen, ohne mich jetzt groß noch um anderen Kram zu kümmern. Jetzt laufen die da wieder lang. Gut, geh mal weg kurz. Ich muss mich jetzt um den Deppen kümmern, der nervt. Geht mir auf die Nerven. Ja, wo wollt ihr denn jetzt hin? Passt doch auf den Flammenturm auf. Komischerweise hat er nicht geschossen dieses Mal. Okay, das war's noch nicht. Nur eine Tesla-Spule wurde deaktiviert. Wo muss ich denn noch hin? Das ist ja geil hier. Wenn ich jetzt noch hier links muss, ist das übel. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken nochmal. In Ordnung. Jawohl. Achtung, in Ordnung. Ja. Oh.